Es ist nicht so, dass ich sage, boah, ja, super, ich gehe jetzt raus und schieße ein Tier tot. Überhaupt nicht. Auch eine Kuh, die im Schlachthof hängt, guckt wahrscheinlich niedlich, bevor sie einen Bolzenschuss in den Kopf kriegt. Und ich finde es viel ehrlicher zu sagen, hey, ich mache es von vorne bis hinten selber. Da muss ich leider rein. Ich würde sagen, wenn ich das Foto sehe, dann glaube ich dir nicht mehr, was du vorher gesagt hast. Das sehe ich überhaupt nicht. Ein Tier erschießen, um es anschließend auseinanderzunehmen und zu essen. Für viele unvorstellbar, für Madeleine Lindhorst allerdings schon ihr ganzes Leben Alltag. Sie ist die Chefredakteurin des ältesten Jagdmagazins Deutschlands und wohl die bekannteste Jägerin des Landes. Wie es ist als Frau in der von Männern dominierten Jagdszene und welchen Hass bis hin zu Morddrohungen sie abbekommt, das erzählt Madeleine bei Dieb und Deutlich. Außerdem mit dabei Modedesigner Guido Maria Kretschmer und Jungunternehmer Marco Scheel. Herzlich willkommen, Madeleine Lindhorst. Du bist ja Jägerin aus Leib und Seele, aber wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Ja, schon sehr früh, ehrlich gesagt. Also von Kindesbein an, kann man sagen. Also ich konnte gerade stehen, da bin ich quasi schon, durfte ich schon mal mit auf die Jagd gehen. Und eigentlich in meiner Familie jagen Opa, Papa, Onkel, also zumindest die ganze männliche Seite. Es gab tatsächlich vorher doch keine Frau in der Familie, die gejagt hat. Ich muss sagen, das erste Mal, an das ich mich wirklich erinnere, da muss ich vielleicht 5, 6 gewesen sein, dass ich mit meinem Opa auf dem Hochsitz war. Und habt ihr da auch was geschossen? Nee, tatsächlich nicht. Aber es war ein Moment, an den ich mich sehr gut erinnere. Und auch immer wieder, also der mich ja wirklich so, also da hat mich die Natur so berührt, die Jagd so fasziniert. Und da war mir schon klar, ich werde später auch einen Jagdschein machen, sobald ich alt genug bin. Und was hat dich daran so fasziniert? Ja, ich werde nie vergessen, also wir hatten den Dackel mit dabei. Wir hatten immer einen Familiendackel, Max hieß der. Und den durfte ich auf dem Schoß haben und mein Opa saß neben mir. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert hat, dass der Hund schon weit vor uns Menschen überhaupt wusste, dass da Wild im Wald ist. Und der hat angefangen, auf meinem Schoß zu zittern und uns quasi Wild schon angezeigt. Und das zog dann tatsächlich ein paar Minuten später auf die Freifläche raus. Das war aber so der erste Moment, wo ich wirklich gesagt habe, boah, mich fasziniert das, ich finde das so spannend. Vielleicht hat dich ja auch der Look fasziniert. Ich habe auf deinem Instagram gesehen, ja. Du hast selbst ja auch Modemanagement studiert und du hast ganz fesche Jagdlooks, sag ich mal. Ja. Wir haben ein paar hier. Guido, vielleicht kannst du die mal bewerten. Du bist ja. Also so finde ich es konsequent, muss ich sagen. Also wenn man dann, da sehe ich ja mehr so ein englisches Landhaus. Man denkt so eine richtige Jagd. Ich glaube, es ist eh schöner, wenn man so ein richtiges Jagdgebiet hat. Denkt man, jetzt kommen gleich die Leute von Downton Abbey. Ja, das finde ich schön. Ja, denkt man, die junge Jägerin im Stroh. Ja, finde ich auch schön. Und so auch toll. Sieht toll aus. Also man muss ja sagen, das sind ja tolle Stoffe. Das hält ja, ja eh. Man muss dazu sagen, also ich finde tatsächlich, wenn man jetzt nach England guckt oder auch in die skandinavischen Länder, die haben schon eindeutig mehr Stil, was die jagdliche Bekleidung angeht. Also die haben, ich meine, wir haben auch in Deutschland... Vielleicht nicht nur was die jagdliche Bekleidung angeht. Ja, ich wollte das nicht so sagen, aber ich sage, die Deutschen sind ja sehr funktional in vielen Bereichen. Ja. Und ich finde das eigentlich sehr schade. Also ich ziehe auch bewusst gerne traditionelle jagdliche Bekleidung an, weil ich es einfach schön finde. Weil ich finde, wir haben tolle Naturmaterialien, die wir auch einsetzen können und die genauso gut funktionieren wie Funktionsbekleidung, wie eine Chemiefaser zum Beispiel. Und, das stimmt. Ja, also ich ziehe die Sachen halt auch ganz bewusst an. Also auch mal Pelz und auch, sag ich mal, ein Tweet-Outfit, weil das natürlich irgendwo auch so ein bisschen provoziert, aber dadurch natürlich auch mal, sag ich mal, eine neue Richtung einschlägt. Also ist ja kein Widerspruch, ne? Also Funktion und Naturmaterialien, genau. Ist ja das ganze Gegenteil eigentlich. Ja, und ich finde auch zum Beispiel so ein langer Lodenmantel, was ja oft auch so verschrien wird, wenn man so vielleicht an die Jägerschaft denkt, so, ach ja, ein alter Mann mit Lodenmantel, also sag ich mal, schön kombiniert ist so ein Lodenmantel, also A, ist ja super funktional und der kann auch schick aussehen. Also ist aber überhaupt. Könnte ich nicht mehr zustimmen. Hey, ganz kurz, aber du hast gesagt, das provoziert, warum möchtest du damit provozieren? Also nach dem Abi wusste ich eigentlich überhaupt nicht so richtig, was ich machen sollte. Dachte, naja, du hast dich immer gerne schön angezogen, machst mal irgendwas mit Mode. Und tatsächlich hat sich das meine ganze Laufbahn so ein bisschen durchgezogen. Also ich war irgendwo die Modestudentin, aber gleichzeitig war ich Jägerin. Und irgendwie war ich immer so ein bisschen der Flamingo im Hühnerstall und keiner konnte mich so richtig einordnen. Was aber im Nachhinein total super war, weil so kommt man ins Gespräch und durch so eine bewusste Provokation können die Leute einen nicht so schnell in Schubladen stecken und dadurch kommt man überhaupt in ein Gespräch. Und als ich einen Jagdschein gemacht habe, da waren vielleicht 1-2% Frauen in der Jagdbranche. Also wir haben jetzt mittlerweile 436.000 Jäger in Deutschland und davon sind 7% Frauen. Wenn da vielleicht eine junge Frau mit roten Fingernägeln rumrennt, ist vielleicht nicht ganz so typisch. Also für mich war es halt auch eine Möglichkeit, die Jagd mal anders zu zeigen. Die Jagd ist halt nicht nur Tiere totschießen, sondern es ist viel, viel mehr als das. Was ist es denn noch für dich? Also ich finde die Jagd, ich finde sie systemrelevant und ich leiste da einen unglaublich großen Beitrag für den Naturschutz und Artenschutz. Und das fällt dabei immer ein bisschen hinten über, leider. Weil natürlich sieht die Gesellschaft ein totes Tier, ein niedliches Reh. Sag ich mal, dass wir überhaupt ein Tier töten, das sind vielleicht 10%.
Weißt du noch, als du zum ersten Mal mit Beute zurückgekommen bist? Also was hast du zum ersten Mal geschossen und wie war das? Ein Rehbock. Ich bin ja tatsächlich auch damit aufgewachsen. Also für mich war es irgendwo bekannt. Aber sobald man selber ein Tier dann tötet, ist das natürlich erstmal eine andere Sache. Also man in dem Moment, man agiert, man kennt sein Handwerk, man weiß, was man zu tun hat. Aber danach ist es natürlich schon erstmal was anderes. Also man geht zum Stück hin und dieser erste Moment, das ist wie mit vielen anderen ersten Malen, denke ich mal, man erinnert das einfach. Und hast du denn deinen ersten Rehbock auch aufgebrochen und abgezogen und zerlegt? Ja. Also wir machen das komplett von, sag ich mal, von vorne bis hinten. Ja, ich glaube einfach, ich muss sagen, ich habe ja einen Großvater gehabt, der Förster war. Und der war so Revierpfleger und der hat das auch so, auch mal gesagt, wir nehmen das. Und ich dachte immer, oh Gott, und so die ganzen toten Tiere. Und dann hat mein Opa mich mal mitgenommen und dann wollte der auch mir zeigen, wie das geht. Und ich habe dann gedacht, Opa, das weiß ich noch. Habe ich zu ihm gesagt, Opa, mach das nicht und so. Und das würde ich sagen, das ist, glaube ich, wäre für mich ein großes Ding. Dieser Moment, wenn ich da so ein wunderschönes Tier sehe, das da steht. Und dann denke ich so, jetzt bin ich derjenige, der entscheidet, jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, dann abzudrücken, das ist nochmal eine andere Nummer. Das fand ich dann so verrückt, dass man dann diese Macht, die auch hat über Leben und Tod. Dieser Moment, das würde mich mal interessieren, was das macht mit dir. Ich meine, mittlerweile, ich jage jetzt schon länger und natürlich ist das erste Mal aufregender, als wenn man jetzt mehrere Tiere schon erlegt hat. Aber ich habe großen Respekt vor dem Lebewesen. Ich bin mir aber bewusst, auch eine Kuh, die im Schlachthof hängt, guckt wahrscheinlich niedlich, bevor sie einen Bolzenschuss in den Kopf kriegt. Und ich finde es viel ehrlicher zu sagen, hey, ich gehe selber raus, ich habe die Arbeit, ich mache es von vorne bis hinten selber. Natürlich sieht ein Reh niedlich aus, wenn wir jetzt mal Beispiel beim Rehbock bleiben. Aber ich möchte Fleisch essen. Also wenn jetzt jeder ein Tier selber erlegen müsste, weil man Fleisch essen möchte, wie viele Leute würden dann wirklich Fleisch essen? Also ich denke, wahrscheinlich würde die Hälfte im Raum sagen, nee, sorry. Also wenn ich selber ein Tier tot schießen müsste, das komplett zubereiten, dann würde ich halt sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Für mich gibt es tatsächlich kein hochwertigeres Fleisch. Und auch keinen hochwertigen Fisch als Fisch gefangen und quasi Fisch aus dem Wald entnommen. Und gleichzeitig denke ich mir, wer gibt mir eigentlich das Recht, in den Supermarkt zu gehen und Chicken Nuggets zu kaufen, die ja jemand anderes für mich getötet hat? Ja, das ist ehrlich gesagt. Ja. Wieso ist es für dich dein Recht, aber wieso ist es für mich mein Recht, das anders einfach dann zu tun? Ja, vielleicht hinterfrage ich das auch nicht mehr genug. Also ich war heute Morgen zum Beispiel auf der Autobahn Richtung Hamburg und neben mir sind zwei so Schweinetransporter langgefahren auf dem Weg zum Schlachthof. Und ich muss sagen, ich fühle mich total gut damit und sicher, was ich mache, weil ich weiß, die haben ein gutes Leben gehabt. Die sterben durch meinen Schuss, klar. Mhm. Aber dieses Tier hat weder Stress vorher gehabt noch sonst irgendwas. Also ich finde es überhaupt null verwerflich. Und ich glaube, Jagen ist an sich, was soll es nicht strange klingen, aber einfach was Natürliches. Also ich finde es eher unnatürlicher, dass wir das, was uns im Supermarkt vor die Nase gesetzt wird, kaufen und braten. Es ist nicht so, dass ich sage, oh ja, super, ich gehe jetzt raus und schieße ein Tier tot. Überhaupt nicht. Sondern es ist einfach, mit der Natur zu leben und diesen Kreislauf mitzugestalten, das ist einfach, das macht Spaß. Ich finde, wir sollten vielleicht Verhältnisse wahren und darüber nachdenken, ob wir vielleicht nicht mehrstöckige Schweinemastanlagen zuerst mal verbieten sollten, bevor wir die Jagd an den Pranger stellen. Also bei all dem Tod und Leid, was wir den Nutztieren sozusagen zumuten, ist, glaube ich, die Jagd das allerletzte, wo wir uns dann am Ende vielleicht irgendwann mal drum kümmern könnten, wenn das schon erledigt wäre. Absolut, absolut, finde ich auch. Du hast vollkommen recht. Viele Menschen essen Fleisch und es gibt Dinge, worauf man eher achten sollte. Aber ja, du polarisierst oder provozierst ja auch mit dem, was du machst. Und das möchtest du ja auch, das hast du ja gesagt. Ja. Wie zum Beispiel mit deinem Instagram-Account auch. Da hast du ja auch Fotos, wie hier zum Beispiel, mit einem Gnu. Mhm. Wie reagieren die Leute darauf? Also grundsätzlich kommt es natürlich immer darauf an, ob die der Jagd positiv gegenübergestellt sind oder negativ. Es gibt aber tatsächlich sehr viele Leute, die das extrem negativ werten. Und ich habe auch schon zahlreiche, also Negativkommentare ist noch milder ausgedruckt, aber auch schon bis Morddrohungen bekommen. Aber da muss man sagen, da muss ich leider rein. Ich würde sagen, wenn ich das Foto sehe, dann glaube ich dir nicht mehr, was du vorher gesagt hast. Du sagst, du jagst, weil du Hunger hast. Wer braucht dich in Afrika, in der Savanne, damit du dann Antilope totschießt? Da haben ganz andere Leute die Aufgabe. Ich finde, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist so eine archaisch, das würde ich echt sagen mit deiner
Propaganda. Das ist sicher sehr provozierend. Und ich glaube auch, ich bin total bei dir, da hast du auch absolut recht. Ich finde, wenn man das vielleicht macht in dem Moment und man macht es gut und man erlegt dann so ein Tier und du erlebst diesen ganz engen Bezug zu einem Tier, weil du in deiner Region bist. Aber wenn du dich in ein Flugzeug setzt und gehst nach Afrika, wer braucht denn dich bitte schön, dass du dahin gehst und in der Savanne so ein Tier erschießt, weil du gerade die Quote bekommen hast, weil ich da irgendwelche Ranger hinbringe? Da bin ich total dagegen, weil ich finde, da hast du nichts verloren. Da kannst du vorsichtig hingehen, die Tiere beobachten und das den Menschen überlassen, das Essen, weil du willst weder das Ding essen, noch willst du irgendwie, nimmst vielleicht den Demotionalien mit. Da würde ich sagen, das ist ein bisschen, bringt das Absurdum, deine Dinge, die du vorher gesagt hast, weil das ist es nicht, das ist Großwildjagd. Da bin ich total dagegen, nee, weil ich finde, niemand hat das Recht, auch du nicht, da durch die Savanne zu marschieren und dann als, sag ich mal, White Girl da zu glauben, wir können das leisten. Da bin ich total raus. Ja, aber vielleicht lassen wir sie mal antworten. Ich sag nur, das ist schon, fragen Sie mal, was stellt sie denn mit dem Foto da? Was möchtest du ausdrücken mit so einem? Ja, also ich verstehe das. Ich hatte, ich meine, ich habe ja angefangen in Deutschland zu jagen und habe gesagt, naja, Auslandsjagd kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Aber da ist auch wieder ganz klar, also ich bin ja dann irgendwann nach Afrika und ich bin auch in anderen Ländern, wo ich im Ausland jagen war. Und ich verstehe auch, dass wo die Bilder... Wo warst du in Afrika? In Südafrika und in Namibia. Auch diese Tiere, das ist kein Großwild, also das sind jetzt keine Giraffen oder Löwen und auch keine vom Aussterben bedrohten Arten. Also das ist ein Gnu und ich sehe gerade, das ist ein schwarzer Springbock und das ist quasi wie hier Rehe oder Rotwild. Also das kannst du eigentlich quasi aber gleichstellen. Ist das dann Bucketlist, dass du sagst, dann habe ich das auch mal erschossen, so ein Gnu? Weil ich meine, das wirst du ja nicht, vermutlich nicht essen. Na doch, wir haben das gegessen. Waren da 2 Wochen und die werden dann in der Küche zubereitet und die werden sogar noch verteilt an die Belegschaft und so. Und Ich glaube, worum es ja so ein bisschen geht, ist, ja, das erfüllt ja eigentlich, ne, du bist Jägerin in Deutschland, das erfüllt ja eigentlich nicht so richtig deine Funktion. Das ist ja dann schon auch ein Zurschaustellen dieses toten Tieres und das wirkt eben so, ne, das wirkt eben wie eine klare Trophäenjagd. Und das hinterlässt bei mir natürlich auch ein leichtes, ungutes Gefühl. Ich würde nur gern deine Motivation dahinter verstehen. Warum ich überhaupt gesagt habe, okay, ich mach das mal oder ich flieg mal nach Afrika, um auch dort zu jagen, ist halt, man jagt in jedem Land anders und natürlich jagt man auf andere Tiere. Hat nichts damit zu tun, dass ich nachher mir einen Springbok irgendwie hinhängen möchte, sondern es hat halt einfach, das sind für mich Erfahrungen, die ich sammle. Kommen wir zur Frage, ob es richtig ist, dass Wölfe unter so strengem Schutz stehen. Was sagst du dazu? Sollte man Wölfe schießen dürfen, ja oder nein? Ich freue mich, dass der Wolf wieder in Deutschland ist und ich finde, es ist ein ganz wunderschönes Tier. Aber wir gehen ja davon aus, der Wolf ist eine geschützte Art, weil es noch nicht so viel in Deutschland gibt. Aber dieser günstige Haltungszustand ist halt lange, lange überschritten. Das heißt, sie sind keine gefährdete Art mehr in Deutschland. Und deswegen würde ich halt ganz klar sagen, dass auch der Wolf nach Maß in Zusammenhang mit der Wissenschaft bejagt werden muss, um einfach eine natürliche Scheu vor den Nutztieren, vor den Menschen zu behalten. Wie siehst du das? Exakt. Ich hätte es wahrscheinlich mit einem ähnlichen Vokabular auch gesagt. Also auch an der Stelle zeigt sich ja, wir fühlen uns halt oft, die wir auf dem Lande leben, wir fühlen uns oft so ein bisschen entmündigt von Entscheidungen, die über uns getroffen werden. Also es wird sozusagen von Menschen, die in der Stadt leben, wird entschieden, mit welchem wilden Tier ich mich sozusagen in meinem Lebensraum zu vergesellschaften habe. Ich kenne die wissenschaftlichen Abhandlungen darüber, dass der Wolf ja nicht gefährlich ist für den Menschen und dass er ihn flieht und so weiter. Aber es macht doch etwas mit deiner Wahrnehmung. Wenn du weißt, okay, du hast ein 2,5 Jahre altes Kind, das normalerweise, mit dem du das nicht wahr, also dass du ja natürlich beaufsichtigst und dann denkst du, irgendwann ist der mal 6 und kannst du seinen Kumpel ins Nachbardorf laufen. Ja, im Kopf weiß ich, das macht nichts, da passiert nichts und so weiter und so fort. Aber insbesondere bei elterlicher Fürsorge ist der Kopf vom Herd, also das ist ja irgendwie auch mal entkoppelt. Aber es hat es ja nie gegeben. Ich meine, es gibt ja keinen beschriebenen Fall, wo irgendein Wolf ein Kind angegriffen hätte und hätte ein Kind erlegt. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich glaube, wenn jetzt Verhalten... Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich weiß das, ich kenne das, aber das hat nichts damit zu tun, wie ich das empfinde, wie ich diese sozusagen eine wahrgenommene Realität, ist ja nun mal leider auch vielleicht eine Realität, nicht wahr? Und es gibt auch ja auch Sichtungen bei uns und mit uns, ich glaube, ich darf da sagen, mit uns Landbewohnern, die wir unter Wolfsdruck stehen, sage ich jetzt einfach mal so, wir haben auch Rudel bei uns, für uns verändert sich da was. Und das wird nicht gehört und nicht wahrgenommen. Was glaubst du, warum das nicht gehört und wahrgenommen wird? Weil die Entscheidungen darüber von Leuten getroffen werden, die in der Stadt leben. Ja. Und damit keine Realität haben, gar keinen Bezug zu dieser Situation haben.
viele Geschichten werden, also sag ich mal, ich arbeite ja auch im Journalismus und viele Geschichten werden halt unter den Teppich gekehrt. Also wir werden von Landwirten angerufen, wir werden von Städtern angerufen, die Wolfskontakte haben. Und es ist tatsächlich so, die Wölfe rennen durch die Städte, die gehen an Wildkatzenfütterungen rauf. Und aber wer kehrt die denn unter den Tisch? Also die Politik, bewusst. Weil gerade du als Journalistin hast ja dann die Plattform, um die selbst total, zu machen. Ja, total. Also ich habe das Jägermagazin, das Sauenmagazin, die Social-Media-Kanäle und wir berichten auch darüber. Aber im Zweifel lesen uns halt im meisten Fall Jäger. Ja. Und die wissen davon. Aber ich glaube nicht, dass das hier in die Städte vordringt, wo man den Wolf, also wie gesagt, ich finde, das ist ein wunderschönes Tier. Aber wenn es so ein Problem wird, dann muss man auch die Handhabe haben. Also, sag ich mal, das war ein ganz, ganz, ganz drastisches Beispiel. Also, Leute, in Sachsen-Anhalt war jetzt gerade ein Fall. Also ein junger Wolfsrüde und auch ein weiblicher Wolf, die sind an Fütterung von verwilderten Hauskatzen rangegangen und an Vogelhausfütterung und sind da echt in den Gärten rumgestreift und haben sich teilweise auch die verwilderten Hauskatzen reingesnackt. Mhm. Und dann fragt man, also das ist Tierliebe nochmal neu interpretiert, ne? Also, ja. Wenn du eigentlich die wilden Hauskatzen füttern möchtest, aber der Wolf frisst das dann. Und es ist schon tatsächlich so, die haben keine natürliche Scheu mehr vor den Menschen. Ein anderer Fall war zum Beispiel, das war jetzt in Niedersachsen, dass die um den Kindergartenplatz, um das Außengehege, die Kinder spielen draußen und die Wölfe streifen da lang. Und ich sag ganz ehrlich, also meine Tochter werde ich nicht mal in den Waldkindergarten geben, weil ich da nicht drauf vertraue, dass er sich nicht mal ein kleines Kind. Aber deine Tochter nimmst du mit auf Jagd, weil genau. Du hältst die Familientradition. Das, glaubst du, sie wird dann auch mit 15, man kann ja schon mit 15 einen Jagdschein machen, glaubst du, sie wird mit 15 auch... Ja, wir sagen immer, also entweder schlägt es komplett in das Gegenteil und sie sagt, ich will mit der Jagd überhaupt nichts zu tun haben. Oder ja, sie findet das vielleicht auch irgendwann genauso faszinierend und gut wie ihre Eltern. Ich kann es ihr an die Hand geben und ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass das vielen Kindern der Bezug zum Natürlichen heutzutage fehlt. Also ganz viele wissen gar nicht mehr, wie jetzt irgendwie... wenn sie im Wald sind, wie die Baumarten heißen, wenn sie auf dem Feld sind, wie die unterschiedlichen Getreidearten heißen, wie ein Reh überhaupt aussieht. Die wissen auch noch nicht, wo das Fleisch herkommt. Und ich finde es eigentlich das Natürlichste und Wertvollste, wenn man sein Kind ganz nah an der Natur großziehen kann. Ob das jetzt die Jagd ist, alles drumherum. Also der ganze Kosmos Natur finde ich mega, mega wichtig. Und finde ich auch schön, dass ich die Möglichkeit habe, meine Tochter so aufzuziehen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, herzlichen Dank. Sehr spannend. Wir könnten 3 Sendungen damit füllen. Deep und deutlich geht es auch hier in unserem nächsten Talk weiter. Und hier haben wir ein Video aus dem Funknetzwerk für euch. Und übrigens, es gibt immer exklusiv 2 Wochen vorab jedes Gespräch von uns donnerstags in der ARD-Mediathek. Viel Spaß dabei!